In diesem Video bekommt Ihr persönlicher Kompass eine zweite Ausrichtung, und zwar eine ethische. Um über Ethik oder ethisches Handeln sprechen zu können, muss man aber noch einen Schritt zurückgehen und die Frage der Freiheit berücksichtigen. Weil wenn wir gegenwärtig davon ausgehen müssen, dass Algorithmen mitunter Entscheidungen treffen, die sowohl unser Handeln mitbestimmen als auch sogar leiten, was glauben Sie, bedeutet dann noch individuelle Freiheit? Und was ist hier dann ethisch geboten? Professor Reichel wird mit Ihnen diese Fragen aufgreifen und entlang vom sogenannten Trolley-Problem diskutieren. Dieses Beispiel zeigt sehr gut, was passiert, wenn wir Teile unserer individuellen Entscheidungsfreiheit, zum Beispiel an computergesteuerte Fahrzeuge, abgeben. Wenn dann ein Unfall passiert, stellt uns das vor eine Reihe an neuen ethischen Fragen und moralischen Dilemmata. Kann es wirklich ethische Algorithmen geben? Und was können wir dazu von Kant lernen? Die erste Frage Kants: Was kann ich wissen? Ist also, wie wir gesehen haben, durch die Digitalisierung in gewissem Sinn eine Frage der Macht geworden. Nun war sie das ja in ebenso einem gewissen Sinn ja schon immer, denken wir an die Propaganda totalitärer Systeme, die einfach Wissen unterdrückt oder verformt hat. Nur dass heute einerseits die Verfügungs- und Deutungshoheit jetzt von Regierungen hin zu Plattformen, also zu privat betriebenen Unternehmen, gewandert ist. Und außerdem, und das ist der Punkt, den ich hier machen werde, ist orthogonal dazu auch zu bedenken, wie denn die Digitalisierung selbst die Art und Weise beeinflusst, was und wie wir wissen können. Am deutlichsten sieht man das vielleicht an der Tatsache, wie heute Wissen von Suchmaschinen überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Denn dafür ist ja entscheidend, welche Links eine Suchmaschine auf eine Anfrage hin überhaupt zurückliefert. Und vor allem, welche dieser Links ganz oben aufscheinen, da in den meisten Fällen ja eh nur die ersten paar Beachtung finden. Hierzu gibt es in den Suchmaschinen einen Algorithmus, der ausgesprochen komplex ist, und zudem das größte Geschäftsgeheimnis einer solchen Suchmaschine darstellt. Denn durch diesen Algorithmus soll ja einerseits erreicht werden, den Nutzer möglichst lange auf bestimmten Webseiten zu halten, um ihm dort als Nebenprodukt quasi möglichst viel personalisierte Werbung zukommen zu lassen. Zum anderen sind, wie wir seit Shoshana Zuboffs Analyse des Überwachungskapitalismus ja erfahren haben, die eigentlichen Kunden einer Suchmaschine ja gar nicht einmal die Nutzer, sondern die hinter der Werbung stehenden Unternehmen. Und die unterliegen ihrerseits wiederum einem Priorisierungswettbewerb. Für die einzelne Webseite bedeutet das allerdings ein Dilemma. Denn neben dem Interesse eines menschlichen Lesers gilt es jetzt auch noch, das Interesse eines Suchalgorithmus zu finden. Das wiederum bedeutet in der zugrunde liegenden Marktlogik, dass der Inhalt der Seite optimiert werden muss. Und naheliegenderweise zunächst einmal für den Algorithmus. Und daraus ist mit der Search Engine Optimization ein ganzer Geschäftszweig entstanden, der sich nur damit befasst, den Inhalt von Webseiten so zu gestalten, dass möglichst viele Keywords an strategisch prägnanter Stelle platziert werden und die Seite dabei doch weiterhin für den Menschen lesbar bleibt. Das hat sogar dazu geführt, dass sich ein eigener Schreibstil entwickelt hat mit all seinen Eigentümlichkeiten. Und das ist ein einprägsames Beispiel für so etwas wie die Unterwerfung von Wissen unter die Macht der Maschine. Denn wenn sich der Schreibstil dem Algorithmus der Suchmaschine anpassen muss, dann führt das schlichtweg dazu, dass sich Information verändert. Macht hat aber auch immer mit Freiheit und Verantwortung zu tun. Und genau dies thematisiert die zweite Frage Kants. Was soll ich tun? Es ist dies eine Frage, die lange Zeit irgendwie zu kurz gekommen ist angesichts des hohen Wachstumspotenzials der Digitalökonomie. Denken wir nur an den legendären Plakatsatz der deutschen FDP: Digital first, Bedenken second. Seitdem allerdings das Aufkommen der künstlichen Intelligenz im öffentlichen Bewusstsein deutlicher wahrgenommen wird, werden auch mehr und mehr ethische Fragen des digitalen Wandels diskutiert. Allerdings nur unter großen Einschränkungen. Denn das Musterbeispiel eines solchen Diskurses stellt das sogenannte Trolley-Problem dar, aus dem Umkreis des autonomen Fahrens.
Das ist also die Frage, wie soll der Algorithmus eines selbstfahrenden Autos entscheiden, wenn er Gefahr läuft, einen Unfall mit Schadensfolge zu verursachen, wenn dieser Unfall sogar unvermeidlich ist, aber noch gewisse Optionen bestehen, wer ihm zum Opfer fallen soll. Daraus entsteht ein ethisches Dilemma. Soll das Auto links fahren und X schädigen oder doch rechts und Y? Und dieses ethische Dilemma wird jetzt als Musterbeispiel für diesen ethischen Diskurs hergenommen. Zum Beispiel gibt es am Media Lab des MIT das Projekt einer Moral Machine. Das ist eine Crowdsourcing-Plattform, wo verschiedene Facetten dieses Dilemmas präsentiert werden und Interessierte aus der ganzen Welt dazu aufgerufen wurden, ihre jeweiligen Antworten, ihre ethischen Präferenzen zu platzieren. Und über 40 Millionen Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Ein Ziel dabei war natürlich unter anderem auch, kulturelle Unterschiede in diesen ethischen Präferenzen deutlich zu machen. Das ist eine Herangehensweise, die augenscheinlich und plakativ naheliegend erscheinen mag. Und außerdem, so ist jedenfalls meine Vermutung, wird die Frage von ethischen Algorithmen seither nicht zuletzt deshalb auch unter Informatikern und Informatikerinnen ausführlicher diskutiert, weil diese rein binäre Formulierung des Problems ja auch der Binarität des informatischen Denkens in gewissem Sinn entspricht. Trotzdem erweist es sich bei näherem Hinsehen aus zwei Gründen problematisch. Zum einen nämlich stellt sich die Frage, ob und wie man aus empirisch erhobenen Daten, wie dies die Moral Machine tut, einen ethischen Algorithmus oder zumindest Anforderungen daraus, die ja viel generellerer Natur sein müssen, ableiten kann. Die zweite Frage betrifft das dahinterstehende ethische Paradigma überhaupt. Und zu beiden Fragen hat Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft, das ist sein zweites Buch, das er eben dieser Frage, was soll ich tun, gewidmet hat, ausführlich Stellung genommen. Er hält dabei ganz klar fest, dass sich Ethik, ich zitiere, nur als solche Prinzipien denken lässt, die nicht der Materie, sondern bloß der Form nach den Bestimmungsgrund des Willens enthalten. Das heißt, praktische Prinzipien sind empirisch, wenn sie sich um solche Spezialfälle kümmern. Und daraus kann man keine allgemeingültigen Gesetze ableiten. Das heißt, für Kant sind von vornherein alle Versuche nach Art so einer Moral Machine, die Formulierung ethischer Algorithmen aus empirischen Daten abzuleiten, unangemessen, ja sinnlos. Stattdessen müssen sich diese wie alle ethischen Maximen auf ein a priori und unbedingt gültiges Grundgesetz zurückführen lassen, weil sie sich also rein formal und nicht materiell letzt begründen lässt. Kant erkennt aber auch sehr genau eine weitere Gefahr, die der Versuch, ethische Regulierung auf empirische Daten zu gründen, mit sich bringt. Er schreibt dazu: Sobald nämlich ihre Erkenntnis auf lauter Erfahrungsdatis beruht, kann es wohl generelle, aber niemals universelle Regeln. Das ist solche, die im Durchschnitt am öftersten zutreffen, nicht aber solche, die jederzeit und notwendig gültig sein müssen, geben. Demnach ist die einzige Form von Ethik, die so überhaupt in den Blick gerät, der ethische Utilitarismus. Also die Bestimmung einer Handlung als moralisch nach dem Kriterium des aggregierten Gesamtnutzens. Wir handeln dann ethisch richtig, wenn die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen maximiert wird. Und hier wird's nun interessant, denn diese Art von Ethik lässt sich völlig äquivalent mathematisch formulieren, in Form eines sogenannten Optimierungsproblems, der Maximierung einer gewichteten Summe. Und von daher kann man das natürlich algorithmisch sehr einfach behandeln. Doch das ist höchst problematisch. Ethische Reflexion ist unendlich vielfältiger und differenzierter, als sich dies in einer solchen Summenformel ausdrücken lässt.
Und Kant selbst vertritt ja zum Beispiel einen völlig anderen Ansatz, den Ansatz einer deontologischen Ethik, einer Pflichtethik, die auf dem berühmten kategorischen Imperativ beruht. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das ist also das Musterbeispiel eines solchen ethischen Prinzips, das allgemeingültig ist und formal letztbegründet. Und ebenso wenig kann man etwa eine Tugendethik, die Aristoteles vorgeschlagen hat, oder die materielle Wertethik Schelers mathematisch formulieren. Das heißt, der in der aktuellen Diskussion zu beobachtende Regress auf diesen Utilitarismus, auf diesen utilitaristischen Ansatz, ist ein zweites Beispiel dafür, wie wir im digitalen Wandel Gefahr laufen, unseren gesellschaftlichen Grundkonsens nach und nach an die Möglichkeiten der Maschine anzupassen und nach ihnen auszurichten. Und die Frage einer Verantwortung, einer Verantwortlichkeit für solche Entscheidungen haben wir dabei noch nicht einmal berührt.